Also so, das ist jetzt der Blickwinkel, den ihr immer kennt. Das ist eine Waage und auf der Waage drauf ist ein Hocker, der hat meine Uroma gehört, die ich sehr geliebt habe. Das ist sind meine Flauschekissen, wenn ich es einmal flauschiger haben will, Fernbedienungen. Die Lichterkette, die möchte ich noch irgendwann irgendwie aufbauen. Da ist PC-Zeug, das steht auch noch nicht endgültig da. Das ist noch Zeug, sind noch so Kabelversteckdinger, kommen dann die Kabel rein. Und das ist eine Kiste, die noch überzogen wird mit dem Dezifix, damit ich dann da wiederum die ganzen Sachen, die hier rein tun kann. Und das da und auch vielleicht noch das da. Ja, das da ist mein Einbauschrank. Den kennt ihr ja schon. Und unsere Temperaturanzeige. Im Moment haben wir ideale Temperatur und relativ spät am Abend, aber eine lustige Uhrzeit. Entschuldigt, ich sammle lustige Uhrzeiten. das ist noch ein Rest von der Isolierung. Oh Gott, im Himmel. Oh. Ja. Da haben wir eine Kiste, wo ich so Ka Ersatzkabel drin habe. Das ist dann, da habe ich meine Spiele. Da habe ich Spiele, die ich aktuell spiele. Und die Controller. Meine Konsolen. Der Fernseher. Dieses Mal mit Hose. Ich muss mal keine Sorge haben, dass es spiegelt. Jetzt wartet, jetzt muss es gerade scharf stehen. Da ist der DVD-Player und Zeug. Also das ist so wirklich aus vielen Jahren. Und das hier habe ich extra immer für euch aufgehoben. Meine Mama hat 500 Mal gesagt, das ist der ganze Plastikmüll, der aus diesem Zimmerprojekt von dem, was ich gemacht habe, entstanden ist. Ja, dann hier, das sind die Wägen. Da habe ich mir ja, wie gesagt, letztes Mal noch einen dazu gekauft. Und da ist mein ganzes Zeug drin. Und das steht jetzt gerade im Moment auf der Rückseite von meinem Regal. Finde ich eigentlich ganz okay, aber den da möchte ich gerne loswerden. Und der da kommt eh noch in mein Zimmer. Genauso wie diese Klimaanlage. Und das ist dieser Stuhl, von dem ich euch erzählt habe, den meine Mutter so aufregt. Aber ich könnte ihn nie im Leben wegschmeißen, weil den hat mein Papi mir geschenkt. Und ja, an dem hänge ich. Das da kommt wahrscheinlich noch auf die Bühnentreppe, weil das ist so, damit man schweres Zeug heben kann. Und das da gehört eh meiner Mom. Den grünen Stuhl, der kommt irgendwann irgendwo irgendwie hin. Weiß man's, muss ich's wissen. Irgendwie ja, aber. Nicht heute. das hier ist jetzt noch ein Bonusteppich, den ich gekauft habe für, glaube 12 Euro, 10, 11 Euro oder so. Der ist einfach noch so, also im Nachgang hätte ich ihn doch vielleicht in Grau gekauft, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Aber der sollte eigentlich direkt unter Leo, weil ich gedacht habe, Leos Stall sei 1 Meter, aber jetzt ist der 1,20 Meter. Und ja. Das da ist die Kiste, die dann im Sommerhalbjahr, wenn dann Leo hier rumrennen will, aber das möchte ich nicht, der kommt dann zwar hier so im hin, also schräg, und darunter kommt dann dieser Duschvorhang, damit das ganze Dreckzeug nicht überall rumfliegt. Und der Duschvorhang kommt dann noch in mein Zimmer unter seinen Stall drunter, aus demselben Grund. Und ja. Und das hier ist ja mein, wie ihr wisst, mein Vorhang und das. Und ja, trage immer noch Hosen. Ich bin gerade so stolz drauf, dass ich diesmal dran gedacht habe. Aber ja. Die sind von meiner Oma übrigens, die Hosen. Ich trage die alten Kleider von meiner Oma auf. ist übrigens keine Metapher, ist wirklich so. Ja, die Kiste hier, die kommt noch weg. Also die wird irgendwann noch irgendwo hingeräumt. Und dieser Ordner, der kommt noch genau dahin. Hier haben wir jetzt gerade zwei LAN-Kabel. Eins davon gehört mir, eins davon wird meine Mom dann nutzen. Und das da ist das Fernsehkabel. Das aber zum momentanen Stand leider auch noch nicht ganz funktioniert. Aber der Fernsehtechniker kommt und guckt sich das nochmal an. Jo, jetzt gehen wir weiter. Hier haben wir jetzt den weißen Tisch hingestellt und der sollte genau bündig zu diesem Kommode hier. Und da war dann halt so ein paar Millimeter und dann stand der halt bis jetzt so. Und ja, hier oben habe ich ein bisschen Spielzeug von Leo.
Da habe ich eine Rechnung vom dänischen Bettenlager. Hier haben wir Leckerlis, nämlich die Karottensticks, die ihr liebte. Staub. Und hier haben wir Knabberroots, also Löwenzahnwurzeln und so Ringe. Und der ist noch leer. Da ist ein Tempo-Taschentuch drin, dass keiner sieht. Ein bisschen Staub. Ja, da sind meine Sonnenbrillen und da ist meine Handyhülle. Und hier haben wir so einen Rosenquarz und noch eine Spielglocke. Und hier unten haben wir dann Leos Leckerliball und seine Brücke. Und hier haben wir Prospekte mit Wein und KKG und so Zeug. Da haben wir noch ein bisschen Platz, da kann vielleicht was hin. Hier ist eigentlich Leos Spieleck, nur ein paar Millimeter weiter vorne. Aber das ist ihm schon zu viel und er mag es nicht. Also im Moment geht er da nicht hin. Ja, da haben wir dann meine Eingangstür und hier hängt jetzt an zwei Nägeln das Zeichenbrett. Und hier haben wir dann mit Magneten eine Einkaufsliste. Da kann man Einkaufszeug draufschreiben. Da haben wir Stifte, die da dran sind und so. Ja, und jetzt gehen wir in mein Zimmer. Ich sag's, wie es ist. Da wird sich bis auf die Schalen da drüben nicht mehr viel ändern. Ja, hier habe ich Festplatten und so Zeug. Also mein Schrank. Da ist dann ein bisschen Unordnung. Ich gebe es ganz ehrlich zu, aber ist halt so. Und hier steht dann mein Bett. Da ist ein Tisch, PC. Hier haben wir eine Ecke. Und in diese Ecke hier, wartet, hier kommt dann die Klimaanlage im Sommer. Und das Zeug hier wird dann halt, das wandert mit Leo, weil das ist Leos Zeug, das ist sein Karottenkraut und so. Und ja. Dann, das hier ist jetzt mein Kleiderschrank. Also der sieht dann so aus. Ich muss jetzt überlegen, wie ich euch den am besten aufs Bild kriege. So, ja, guckt, so geht's doch am besten mit dem Spiegel. Also, das ist der Kleiderschrank. Und Leo, unser Süßer, der Kaio, der steht jetzt hier. Und zwar auf zwei Kisten drauf. Da haben wir gestern jetzt noch so Dinger drauf gemacht, damit man nicht jedes Geräusch hört. So, und jetzt, wie ich versprochen, ein kleiner Blick in meinen Kleiderschrank. Also das sind Pullover, Hosen und KKG, Winterpullis und Wintersachen, etwas wärmere Herbstsachen, Sachen, die ich extremst liebe, meine ganzen liebsten Lieblingssachen von der Welt, so kleidertechnisch. Dann hier. Ist eine Unterhosenschublade, habe ich euch vorher schon gesagt. Hier ist eine Schublade mit so Klamottenzeug. Und hier sind auch noch so Babysachen, weil ich ja mal Mutter werden wollte von einem Baby. Und da habe ich schon ein paar Klamotten dafür gekauft gehabt damals, zu jener Zeit. Aber das hat sich ja dann erledigt gehabt durch Leben. Und hier sind noch so Unterhosen, die noch gar nie benutzt und gar nicht und nicht mehr ausgepackt sind. Und auch Hosen und so Zeug. So. Hier habe ich meine Hoodies. Da habe ich einen Gaming-Rucksack. Hier sind so Handtücher und noch ein paar Sachen, die ich sehr gerne habe. Hier sind so ein paar Sommerkleider, Schal. Und hier ist meine Bettwäsche, in der ich dann schlafe. Und immer wenn ich hier aufmache, ist nur noch so ein Stück Weg übrig. Also da muss ich immer wissen, was ich will, bevor ich die Tür öffne. Und hier ist auch nur noch so ein kleines Stückchen Weg. Und ja, es ist gerade alles sehr eng, aber ich mag es. Es ist mäkelig. Hier haben wir noch ein Poster, wenn meine Mom sagt, sonst spiegelt der Spiegel die Strahlung. Und das will ich nicht, dass Leo die Strahlung abkriegt. Da sind noch Mimi, seine Mutter, und Möhrchen, sein Vater. Und ja,
Da hinten ist ein Chrome-Let's Play, das ich gerade angeguckt habe, bevor ich Video-Andrea angefangen habe. Ja, und das ist es. Das ist jetzt mein neues momentanes Habitat. Und damit habt ihr das jetzt auch mal gesehen. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was hat euch gefallen? Was würdet ihr noch anders machen? Naja, mehr Ordnung geht jetzt leider nicht mehr. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.